Der macht das, was jeder andere Hausarzt auch, denke ich, hauptsächlich Sprechstunde, Patienten betreuen mit allen ihren Problemen, hauptsächlich internistisch. Hin und wieder haben wir auch etwas Traumatologisches. Da bin ich halt früher mal zu einem Spezialist schicken als irgendein Hausarzt auf dem Land, der das mehr sieht. Ich bin wirklich der Internist, der alle inneren Leiden behandelt. Also sind viele Bewegungsapparatbeschwerden, sind Blutdruck, Diabetiker, eigentlich Asthmatiker, alles, was so kommt. Und daneben, das ist ein bisschen speziell bei mir, bin ich noch ausgebildeter Infektiologe. Das ist ein Schwerpunkt von mir, wo ich auch noch eine infektiologische Spezialsprechstunde führe daneben. Das heisst, Patienten mit Infektionskrankheiten im weitesten Sinne behandeln. Die meisten Infektionskrankheiten behandelt der Hausarzt. Jeder Hausarzt selber, Lungenentzündungen. Eine Blasenentzündung, das braucht kein Spezialist. Aber wenn es ein bisschen schwieriger wird oder Antibiotikaresistenzen ein Thema sind, dann werde ich häufig innerhalb der Praxis halt von Kollegen gefragt um eine Meinung. Und die komplizierteren Infektionskrankheiten wie HIV-Patienten zum Beispiel, das übersteigt in der Regel die Fähigkeiten eines Hausarztes, die ich da betreue. Ich habe 50 HIV-Patienten, die ich daneben betreue. Und daneben dann habe ich noch einen zweiten Job. Beim Inselspital bin ich noch 40% tätig auf dem Infektiologie-Spezialarztgebiet. Das war ein Grund für mich, in die Gruppenpraxis zu gehen. Weil HIV ist eine Krankheit, die nach wie vor stigmatisiert ist. Oder? Und irgendwie so ein HIV-Doktor, wo jeder weiss, der dort reingeht oder der, der im Wertzimmer ist, ist HIV, das wollte ich nicht. Also ich habe bewusst eine grössere Gruppenpraxis gesucht. Ich habe bewusst auch nicht irgendwie einen Halbtag, wo ich HIV-Patienten betreue, sondern die sind wie, ist eine internistische Krankheit wie andere auch. Es ist ansteckend, das ist sicher ein Spezialfall. Aber sonst kann man mit denen umgehen wie sonst auch. Und die kommen auch gemästet mit den anderen Patienten in die Sprechstunde. Ja, weitgehend. Sofern man die Diagnose rechtzeitig stellt und nie wirklich an AIDS erkrankt. Das ist das Problem heutzutage, dass man nach wie vor relativ häufig spät diagnostiziert und dann gibt es schon Komplikationen und dann ist es natürlich schwierig, bis man mal aus dieser Gefährdungszone sozusagen rauskommt. Oder? Aber wenn jemand mit den meisten Patienten sehr früh werden, getestet, entweder nach einer frischen Ansteckung oder weil sie sich regelmäßig testet, sind sie schon gesund. Und die kann man gut behandeln und die haben eine normale Lebensqualität, die arbeiten. Und sind heutzutage wirklich mit diesen neuen Medikamenten sehr gut zu behandeln. Es ist kein Grund gegen Prävention, das ist ja so. Es ist nach wie vor eine ansteckende Krankheit, es ist nach wie vor, muss mit Medikamenten therapiert werden. Ich vergleiche es häufig mit einem Diabetiker. Der wird nie mehr gesund in der Regel. Ausser man kann massiv Gewicht reduzieren. Aber in der Regel hat man den Diabetes, wird nicht mehr gesund. Man muss Medikamente nehmen, man muss sich ein bisschen schauen, man muss regelmässig kontrollieren, man muss dranbleiben und dann hat man eine mehr oder weniger normale Lebenserwartung. Und wenn man das nicht macht, kommt es nicht gut in der Regel. Irgendwann ist. Für mich hat es mehrere Gründe, wieso ich in der Gruppenpraxis bin. Erstens bin ich nicht so der Einzeltyp, der da in seinem Kämmerli seine Medizin machen will. Ich genieße den Austausch mit den Kollegen, sei das inoffiziell beim 9 oder zum Mittag. Oder sei es so, wir haben wöchentlich Rapport, wo man schwierige Fälle vorstellt. Als Infektiologe sehe ich so natürlich relativ viele infektiologische Sachen, so nebenbei, wo man sagt, hey, kannst du schnell darauf schauen, was meinst du, was willst du machen und so. Das ist spannend. Und der dritte Grund für mich ist, wenn ich im Inselspital arbeite, läuft die Praxis weiter. Oder? Ich habe dort wirklich die Freiheit und meine Patienten sind betreut auch an den Tagen, wo ich nicht da bin. Und so etwas zu machen in einer Einzelpraxis, man kann einfach nicht die Praxis 2 Tage zutun pro Woche, dann rentiert es nicht mehr. Ja, ich bin Familienvater. 3 Kinder. Das bestimmt mein Programm schon. Ich mache noch etwas wenig Sport, lesen tue ich so ein bisschen, Klavier spielen.
ja, ein reichhaltiges Programm. Ja. Freunde, soziale Kontakte. Ja. Ganz ein normales, langweiliges Leben.